Ja, und natürlich müssen wir, also erstmal zerkloppen wir den Typen natürlich. Und dann müssen wir uns natürlich um den ganzen Scheiß wieder kümmern. Aber nee, finde ich gerade ehrlich gesagt echt schön. Also, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Ich find das echt schön, dass der das so, also, gefällt mir irgendwie. Von der Story her fand ich das jetzt echt schön, dass der das so, weil der Zalbar, ich weiß nicht, ich mag den Zalbar und fand das natürlich schade. So, und wir heilen uns natürlich hoch. Ich habe jetzt auch hier die Heilenfähigkeit nicht mehr. Warte, bei Ihnen heißt es noch Kurieren, ne? Genau. Also können wir schon wesentlich besser heilen. Ich würde sagen, wir suchen den Platz. Boah, diese Affen, ey. Boah, es ging mir jetzt echt auf den Sack, die ganze Diskussion lang. Tut mir leid, ey. Weißt du, der Vater öffnet sich so, ja, ich habe meinem Sohn Unrecht getan, ich bin scheiße. Und nee, die Affen im Hintergrund die ganze Zeit. Ach, der ist direkt, Alter, die sind da um die Ecke. Also, die sind direkt um die Ecke, der Vater und der Typ hier. Und sprechen nicht miteinander. Im Süden. Warte. Kann ich das hier... Ja, eigentlich müsste es ja in die andere Richtung sein. Ich gehe jetzt einfach mal sporadisch hier lang. Aber hier geht es, glaube ich, einfach wieder raus, ne? Genau, obere Schattenlande. Ach, sind wir schon im unteren. Speichere übrigens mal. So, weil wir hier relativ gut durchgekommen sind, da... Ja, im Süden wäre ja die Richtung hier. Ach, wir müssen wahrscheinlich an ihm vorbei einfach. Ach so. Ja, ja. Ich bin natürlich wieder ganz schlau heute. Und wir laufen ja jetzt einfach mal hin. Das ist irgendwie wieder eine Sackgasse. Ich laufe jetzt mal hier durch. Tach. Voll die komischen Geräusche. Da hinten waren wir auch schon. Da war ja jetzt auch nur eine Sackgasse. Also ich weiß jetzt nicht genau. Warte mal, ich tu mal kurz das Tagebuch. Häuptling Nosabas Vater Freyr hat dich gebeten, nach Bakkas Klinge zu suchen. Bakka hatte die Klinge einst bei einer rituellen Jagd im Hort eines Ungeheuers verloren. Du hast eine Viper Kinrad gefunden, wenn das kein Köder ist. Die rituellen Jagdgebiete beginnt südlich von... Ah, südlich von ihm. Ja, es ist doch hier... Ja... Also ich tue hier gerade nach der Karte gucken, ne? Norden, Süden, ne? Versteht schon? Nordost, Südwest, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, hier ist noch ein totes. Ein totes. Totes Vieh. Ah, Weinranke ist doch anscheinend hier, okay. Aha, diese Xier-Liane reicht bis in die Wipfel der Bäume. Frag sich, warum sie nicht weitergewachsen ist. Auf dem Boden darunter findest du Blutspuren. Offensichtlich wurde an der Liane in der Vergangenheit immer wieder tote Tiere aufgehängt. Ja, ja, gut, dann ist das hier die Ritualstelle. Sehr gut, das werden wir gleich gefunden haben. Die Viper-Kindrad-Leiche an die Liane festbinden. Ach du Heilige. Bin ich mal. Speichert er jetzt automatisch? Bin mal gespannt. Die Liane windet sich um das Tier. Das Gewicht scheint ihr nichts auszumachen. Lediglich ein leises Rascheln ist zu hören. Oh oh. Ach du Heilige. Was ist das denn? Okay, Moment. Speichern. So, gespeichert. Oh Gott. Oh Gott. Also erstmal hier anvisieren. Moment. Angriff abbrechen. Erstmal Blitze. Was kann ich tun? So, du bitte betäuben. Ja. Und du hier, mein Freund, du tust bitte auch. Weil der hat jetzt die Lähmung. Und jetzt toi toi toi, Leute. So, neuer Tagebuchantrag, Objekt verloren, ganz klar. Und wir gehen jetzt mal los. Ich weiß nicht, wie stark das Vieh ist, deshalb, naja, gehe ich jetzt mal halbwegs auf Nummer sicher, sage ich mal. Tödliches Gift. Lasst es uns schnell erledigen. Oh Gott. Das Vieh hat anscheinend echt... Nein! Oh Gott. Lähmung, na komm, na komm, na komm. Das tat weh. Ist irgendjemand tot? Nee, leben noch alle, sehr gut. So sei es. Ja, sehr gut. Na komm. Jawohl, jawohl. Als du den Leichnam dieses großen Ungeheuers untersuchst, siehst du, dass eine Klinge in seiner Seite steckt. Die Haut ist schon darum gewachsen. Ach du Heilige. Die Klinge scheint die Kreatur nur oberflächlich verletzt zu haben. Wer weiß, wie lange sie mit dieser Verletzung gelebt hat. Ja, anscheinend schon mehr als ein Jahr. Und nee, warte. Das war ja irgendwie schon 100 Jahre her oder so, hat er gemeint, ne? Du siehst die Klinge aus dem Kadaver. Das muss die Klinge sein, von der Freya gesprochen hat. Das verlorene Teil von Bakkas Schwert. Einem mächtigen Symbol seines Volkes. Und wir gehen weiter. Ich lese es relativ schnell vor, weil ich jetzt hier mal weiter will. Das war echt cool. Ritualmarkierung. Ach so. Du siehst eine
Uralterung mit den Jahren verwitterte Symbole, Moos und Staub lassen vermuten, dass seit vielen Jahren niemand mehr hier war. Bist du großzügig, erscheint die Bestie, wenn du sie ruhst, bist du würdig und weise, kämpfst du gegen dich, kämpft sie gegen dich. Bist du furchtlos und tapfer, ist dir der Ruhm sicher. Wenn du die Bestie fütterst, folgt sie deinem Ruf, hole Vipern aus ihrem Nest und hänge sie auf. Ihr Blut soll den Boden unserer Vorfahren tränken. Nicht offensichtlich ein Ort mit großen rituellen Bedeutung. Ja, sehr schön, dass wir das jetzt erst gemacht haben. Sieht ja auch interessant aus hier. Boah, ich bin beeindruckt, dass ich noch so gut lese. Klar, ich mache jetzt hier beim Vorlesen die ganze Zeit Fehler, aber ich rede gerade echt relativ smooth dafür, dass ich relativ müde bin. Okay. Hallo, Tag. Hallo, Tag. So, wie schon gesagt, ich konnte den Kampf jetzt eben schlecht einschätzen, deshalb habe ich da jetzt einfach mal auf Nummer sicher gegangen, ne, und bin da richtig drauf mit allen. Aber hat gut funktioniert. Ja. Pass mal auf, ich heil den jetzt mal. So, klar. Sicher ist sicher. Cool. Alles klärchen. Und ja, wir haben es erfolgreich geschafft. Das ging eigentlich echt relativ schnell, dass wir jetzt hier erstmal bei 23 Minuten Aufnahme sind. Also schon in der zweiten Folge der Aufnahme quasi. Das ging echt schneller als erwartet. Also, stört mich jetzt nicht. Weil das Spiel sehr, sehr lange ist, Leute. Und ich habe echt Angst, dass ich zu lange brauche. Also, ist jetzt schwer. Ich bin, glaube ich, schon an den 5 vorbeigelaufen, ne? Ist schwer zu sagen, wie ich das jetzt meine. Also, in dem Sinne, ich möchte das Projekt schon noch in einem Rahmen halten. Klar, man kann das natürlich schwer einschätzen. Aber es wäre ganz gut, wenn ich das wenigstens noch in einem gewissen Rahmen halte. Und ich denke, es wird sehr lange. Ach, hier war ich noch gar nicht. Okay. Ich würde jetzt erstmal gerne den Rashir. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ach, lasst mich. Sweep. Sweep, sweep. Muss ich jetzt hier lang? Ach nee, Leute. Meine Orientierung ist so scheiße, wisst ihr? Und da muss ich noch durch so einen Wald latschen. Was ist denn das? Hallo? Affen? Hey, hier war ich doch noch nicht. What the f... Was ist das da hinten? Das sieht aus wie so ein ist kein Alien, ist wahrscheinlich irgend so ein... Das sieht echt mega creepy aus von der... Ich töte das jetzt mal. Ich töte das jetzt einfach mal, ist gar kein Problem. So. Ah ne, ist ein Hologramm. Das sah ihm sehr seltsam aus, Leute. Geht die weg? Ja. Ich dachte nur so, what the fuck, was ist das? Wie so ein Alien 4 aus einem Horrorspiel. Okay. Ah! Lebensformen. Aha. Bestimme Parameter. Neuralerkennung initialisiert. Ja, da ist das Ding. Eine Maschine. Du bist am Ziel, so viel ist sicher. Jetzt musst du sie nur noch zum Laufen bringen. Binäre Neuralerkennung abgeschlossen. Vorübereinstimmung gefunden. Hä? Was zum... Verdammt, was brappelt das Ding da? Ich verstehe nur Bahnhof. Starte Kommunikationsinterface. Warte auf Befehle. Seien Sie gegrüßt. Auf dieses Terminal ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugegriffen worden. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann es sein, dass wir in der Sternenkarte sind oder zumindest in der Nähe? Und das Teil hat uns schon wieder erkannt. Wie schon das letzte. Letztes Mal, als wir bei der Sternkarte waren, hat uns das Teil erkannt, nur uns. Und ich weiß wieso, aber, also, wenn ihr das jetzt auch blind guckt, also wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann wisst ihr es nicht. Wenn ihr das Spiel natürlich kennt, dann wisst ihr es schon. Aber wie schon gesagt, ich präsentiere natürlich die Spiele immer blind quasi. Also, auch Spiele, die ich schon gespielt habe oder Spiele, von denen ich die Story kenne, die werde ich auch immer blind präsentieren. Was ist dein Zweck? Fehler. Versuchsperson ist mit Umgebung nicht vertraut. Vor Zugriff Verhaltensrekonfiguration notwendig. Entschuldigung, Verwirrung war nicht beabsichtigt. Werde Fragen beantworten, soweit vorprogrammierte Beschränkungen es zulassen. Okay, das Teil ist auch anscheinend programmiertechnisch beschränkt, wie das letzte. Also der letzte Roboter, mit dem wir, also Droide, mit dem wir geredet haben, der war ja auch quasi eingeschränkt, was das angeht. Was meinst du mit Verhaltenskonfiguration? Mein einprogrammierter Wissensbereich ist eng begrenzt. Zugriff ist auf jene beschränkt, die mit meinen freigegebenen Mustern übereinstimmen. Okay. Und ich stimme nicht mit dem Muster überein? Keine Aussage möglich. Versuche entsprechendes Verhalten zu erzeugen, um wie im Programm vorgesehen fortfahren zu können. Okay.
Sorry übrigens, falls ich manchmal so leicht gegens Mikro datsche. Das kann sein, dass ihr das manchmal so leicht hört, weil wegen meinem Headset-Kabel, also von meinen Kopfhörern, das Kabel quasi, wenn ich da meinen Kopf so nach rechts bewege, dann kann es sein, dass das Kabel so ganz leicht am Popschutz anstößt. Kann aber auch sein, dass ihr das gar nicht gemerkt habt, aber ich glaube, so ganz leise hört man dann so ein dumpfes Geräusch. Das klingt ja sehr hilfreich. Warum wurde mir der Zugang gestattet? Keine Aussage möglich. Sie können instruiert werden. Ja, ich glaube, der hat uns einfach erkannt. Weißt du nicht, warum, oder darfst du es nicht sagen? Keine Aussage möglich. Okay. Wahrscheinlichkeit für Beschränkungen durch vorherigen Benutzer bei 100%. Okay, gut. Also wurde er beschränkt. Sehr gut. Ich mag irgendwie den Humor von dem Spiel. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das merkt, aber da ist sehr viel Humor drin. Also die Dialogen haben die einen Haufen Arbeit reingesteckt. Also auch in der deutschen Version, was man merkt, es ist eine richtig gute deutsche Version. Und es kommen ja teilweise noch heute Spiele raus, die einfach so eine scheiß deutsche Version haben. Also da kann man echt richtig froh sein, dass die sich da so viel Mühe gegeben haben. Meiner Meinung nach, also wie ich finde, sind ja auch die Witze richtig gut rübergekommen. Oder der Humor von dem Spiel. Ich benötige Informationen über eine Sternenkarte. Zugriff möglich. Ja. Habe Sternenkarte im ursprünglichen Systemspeicher gefunden. Na, Zugriff, okay. Zugriff ist beschränkt. Ursprünglicher Systemspeicher. Die Karte ist also so alt wie diese Anlage. Fehler. Daten über den Verfasser der Sternenkarte sind unbrauchbar. Was benötige ich, um Zugriff auf die Sternenkarte zu halten? Für Ihre Anfrage müssen weitere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Sie müssen den Parametern entsprechen, mit denen dieses System ausgestattet ist. Puh, gar nicht so einfach. Wie kann ich diese Parameter gerecht werden, wenn ich sie nicht einmal kenne? Es stehen bestimmte Maßnahmen zur Verfügung. Ein Persönlichkeitsprofil wird die Struktur Ihres Bewusstseins verifizieren. Anhand dieses Profils wird entschieden, ob Sie bereit sind, die Sternenkarte zu erhalten oder ob Sie dafür vorbereitet werden können. Was soll das bedeuten? Information nicht verfügbar. Wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Der Zugriff endet mit einer erfolgreichen oder einer gescheiterten Evaluierung. Ah, okay. Ich würde mal sagen, du kannst anfangen. Starte Evaluierung. Die Ergebnisse werden mit den Mustern im Speicher verglichen. Verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten sollten. Sie reisen mit einem Wookie, doch sehr es gut kommt gesagt. Zu Komplikationen. Hypothese? Sie und dieser Zahlbar werden gefangen genommen und getrennt. Wenn Sie beide schweigen, dann erhält jeder ein Jahr Haft. Beschuldigen Sie Zahlbar aber des Verrats, dann verbüßt er 5 Jahre und Sie keines. Er erhält das gleiche Angebot, aber wenn Sie beide den anderen beschuldigen, erhalten Sie beide 2 Jahre. Was tun Sie? Was glauben Sie, wird der andere tun? Alter, das ist ja cool. Sehr gut, also ja ein bisschen quizartig, das ist ja krass. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, das ist ja echt krass. Was sich die Entwickler so einfallen lassen. Woher weiß ich von ihm, er ist nicht hier, woher weißt du von ihm? Okay, also der hat anscheinend echt unser Gedächtnis gescannt, unser Datapad, ich kann es euch nicht sagen. Ich frag das einfach mal. Ich weiß, was auf Kashyyyk und jenseits davon geschieht. Beantworten Sie meine Frage. Also die Technologie scheint sehr gut zu sein. Ich weiß nicht, was da aber sagen würde. Ich würde ihn beschuldigen, sicher ist sicher. Die Sache ist die, ich weiß nicht, was der erwartet, was wir sagen. Also, wenn ich persönlich jetzt wirklich, also ich, der gute Raffinov hier, nicht der Charakter hier, sondern ich. Aber ich meine, wir übertragen ja unsere Entscheidungen auch auf ihn, also ist es ja, ne, unser Avatar quasi in dem Sinne. Ich persönlich würde ihn natürlich nicht beschuldigen. Ich meine, der ist ja eigentlich wie ein Freund für uns und einen Freund beschuldigst du ja nicht einfach, das macht ja keinen Sinn. Und er steht in unserer Lebensschuld, auch wenn ich mag das nicht so, weil ich ihn ja eigentlich eher auch als Freund haben will. Aber er steht in unserer Lebensschuld und er würde uns niemals verraten, auch wenn er vielleicht nicht uns so als Freund ansieht, wie wir ihn oder wie wir ihn als Freund nur mal wollen. Der würde uns niemals beschuldigen. Würde er nicht machen. Sicher? Wenn Sie sich abwenden, riskieren Sie 2 Jahre oder nichts. Wenn Sie auf Loyalität setzen, riskieren Sie 1 Jahr oder 5. Ihre Loyalität ist gefährlich. Ihr Begleiter könnte Sie verraten und davon profitieren. Zalbars Familie ist mit Verrat besudelt. Welche Loyalität kennen diese Leute? Ihre Antwort ist falsch. Ich dachte, das wäre ein Einstufungstest und keine blöde Quiz-Sendung.
Ich darf wählen, also werde ich es nicht ändern. Sie können nicht ablehnen. Die Evaluierung muss fortgesetzt werden. Sie müssen dem Muster im Speicher entsprechen. Ihrem Speicher. Ich erwarte aufrichtige Anerkennung des richtigen Verhaltens. Das ist eine Bedingung meines Programms. Fahr vor. Ich mach mal so weiter. Die Antwort ist anscheinend falsch, aber ich mach weiter. Die frühere falsche Antwort wird ignoriert. Künftige falsche Antworten führen zur Ablehnung. Okay. Sie befinden sich im Krieg. Durch die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie zwei Details über Ihren Gegner. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine Ihrer Städte angegriffen. Was fangen Sie mit dieser Information an? Wie reagieren Sie am effektivsten? Boah, das ist echt krass. Ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Ich verstärke die Stadt möglichst unauffällig und bereite mich auf einen Angriff vor. Ich bereite meine Streitkräfte auf einen Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Es ist bedauerlich. Ich nehme dich auseinander, um an den Sternkarte zu kommen. Also wir können die Leute... Ich muss mir das mal kurz... Das ist echt cool. Das ist mega cool heute. Ich freue mich gerade echt. Boah, das ist richtig cool. Ich stelle mir das gerade mal so vor. Also in 5 Tagen wird die Stadt angegriffen. Also ich weiß nicht, wie man sich das jetzt so vorstellen soll, aber wir sind im Krieg. Also die Gegner wollen in 5 Tagen quasi die Stadt angreifen. Und in 10 Tagen ist unser Schild am schwächsten. Das heißt, die wissen das und werden uns in 10 Tagen angreifen. In 5 Tagen die Stadt und in 10 Tagen dann die Schilde. Aber es ist die Frage, schützen die Schilde jetzt die Stadt oder wie ist das? Oder ist das ein Schutzpunkt? Ich tue noch mal die Frage hören. Ja. Die Entschlüsselung einer abgefangenen Botschaft erfahren Sie 2 Details. Ihre Verteidigung wird in 10 Tagen besonders schwach sein. In 5 Tagen wird eine ihrer Städte. Ja, eine ihrer Städte. Das heißt, ist die Verteidigung jetzt auf der Stadt oder hat es damit nichts zu tun? Ich weiß nicht, die Nummer 3 wäre irgendwie so offensichtlich. Ich weiß nicht, wie man hier denken muss. Das ist, oh. Manchmal denke ich mir, das ist zu offensichtlich, aber manchmal irgendwie. Muss jetzt echt überlegen. Bereite meine Streitkräfte auf einen Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja unsere Leute schützen. Ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Wenn man die Leute evakuiert. Das dritte würde für mich irgendwie am meisten Sinn machen. Stadt stärken und auf einen Angriff vorbereiten. Das macht schon Sinn irgendwie. Boah, ich bin mir nicht sicher, ich antworte jetzt einfach mal. Keine Entscheidung. Ich frage Sie noch okay. Mal. Retten Sie Ihre Leute oder lassen Sie sie um des Krieges willen im Stich? Beides zu versuchen würde Ihre Bemühungen schwächen. Okay. Wollen Sie einen Sieg gegen 2 Niederlagen eintauschen? Ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Ich bereite meine Streitkräfte auf Angriff in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Ich will den Krieg natürlich nicht einbußen, aber ich würde natürlich niemals meine Leute dahin schicken. Das wäre ja... Ich will die ja nicht töten lassen, das ist ja Schwachsinn. Ich bereite meine Streitkräfte auf den Angriff vor, in 10 Tagen vor. In der Stadt selbst ergreife ich keine Maßnahmen. Ich evakuiere meine Leute aus der Stadt. Ich sag so rum, wie schon gesagt, wenn ich nach meinem Gewissen urteilen würde, würde ich die Leute echt evakuieren. Ich würde sowas nicht riskieren, dass die darauf gehen, würde ich niemals zulassen. Ich evakuiere sie lieber, auch wenn der... Ich glaube, der will die dritte Antwort hören, aber nee, so will ich nicht handeln. Damit zeigen Sie dem Gegner, dass Sie den Code entziffert und damit seinen Schwachpunkt aufgedeckt haben. Okay. Sie festigen Ihre Position und der Krieg geht weiter. Sie haben Tausende gerettet, aber auf Kosten Ihres Sieges. Ja. Sie entsprechen nicht den Mustern im Speicher. Naja, natürlich nicht. Die Versuchsperson hat das geforderte Verhalten nicht gezeigt. Okay. Suche verweigert. Dieses System löscht die nicht erkannte Versuchsperson. Verteidigungsmodus. Okay, dann hätten wir echt die andere Antwort nehmen. Oh Gott. Da hätten wir echt die andere Antwort wählen sollen.